Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Heute geht's um 10 Gründe, warum man sich kein Meerschweinchen anschaffen sollte. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber man sollte sich tatsächlich Gedanken darüber machen, ob ein Meerschweinchen das richtige Haustier für einen ist. Grund Nummer 1, kein Platz. Meerschweinchen brauchen idealerweise 1 Quadratmeter Platz pro Tier. Das ist zwar nicht immer ganz notwendig, aber es muss mindestens beim zweiten Tier 1/2 Quadratmeter zusätzlich sein. Die Regel sagt aber eigentlich pro Tier 1 Quadratmeter, weil Meerschweinchen sind Sprinter und die müssen viel Auslauf haben. Sonst langweilen die sich und werden träge und dick. Und dieser Platz, den man den aussucht, der sollte auch in der Regel da sein, wo man sich selber aufhält, damit die ein Teil der Familie werden und sich auch an einen gewöhnen. Es nützt also nichts, die irgendwo abgestellt, irgendwo in ein Zimmer, wo nie einer groß hinkommt. Das ist auch nicht gut. Also wenn man diesen Platz nicht aufbringen kann, dann sollte man davon absehen, sich ein Meerschweinchen anzuschaffen. Grund Nummer 2, keine Zeit. Meerschweinchen brauchen viel Aufmerksamkeit jeden Tag. Das heißt, man muss sie mindestens 2-mal am Tag füttern und man muss sie auch gut beobachten, damit man anderes Verhalten schnell erkennt, weil das ist immer ein Zeichen, dass es den Tieren meist nicht so gut geht. Hinzu muss man 2-mal die Woche mindestens den Käfig sauber machen und man muss sie natürlich auch ein bisschen in der Wohnung rumlaufen lassen. Und das möchte man natürlich nicht unbeaufsichtigt, weil da kann ja auch viel passieren, wenn sie dann doch aus Versehen mal ein Stromkabel oder sowas anfressen. Von daher, wenn man keine Zeit hat, sollte man sich auch kein Meerschweinchen anschaffen. Der dritte Grund, warum du dir keine Meerschweinchen anschaffen solltest, du hast kein Interesse. Wenn du kein Interesse daran hast, dich mit dem Meerschweinchen zu beschäftigen, sie täglich zu füttern, sie sauber zu machen, sie mal zu streicheln, sie zu rufen, ihnen Tricks beizubringen, sie zu zähmen und so, dann ist das einfach nichts für dich. Denn Meerschweinchen sind sehr intelligent und soziale Tiere und die benötigen einfach diese Zuwendung von einem, damit sie Vertrauen zu dir bekommen und keine Angst haben. Denn nichts ist schlimmer, als wenn das Meerschweinchen die ganze Zeit nur Angst vor dir hat und ein Leben in Angst leben muss, nur weil du dich damit nicht beschäftigst. Und ganz ehrlich, Meerschweinchen sind wundervolle Tiere. Sie sind so dankbar, so süß und man kann mit denen wirklich so viele schöne Sachen machen. Und wenn du daran kein Interesse hast, dann hol dir kein Meerschweinchen. Grund Nummer 4, warum du dir kein Meerschweinchen holen solltest: Du möchtest kein Geld ausgeben. Meerschweinchen kosten wie jedes andere Haustier viel Geld. Je nachdem, wie viel Meerschweinchen du hast, 2 ist das absolute Minimum, musst du schon mit monatlichen Kosten von mindestens 50 bis 100 Euro nur allein für die Futterkosten und vielleicht noch das Einstreu rechnen. Und was ja noch da hinzukommt, wenn du noch gar kein Gehege hast, ein großes Gehege, das kann man sich natürlich auch selber bauen, aber das kostet auch erstmal Geld. Du brauchst Futternäpfchen, du brauchst Näpfchen fürs Wasser. Du brauchst vielleicht noch Hütten, wo sie drin sich verstecken können. Du brauchst vielleicht noch ein paar Kuschelsachen. Das kostet alles Geld. Und dann, wenn die Tiere mal krank sind, die Tierarztkosten sind auch nicht zu unterschätzen. Das geht auch schnell mal in die 100 oder sogar noch mehr Euro. Also ich sage mal, eine normale Untersuchung beim Tierarzt, da kann man schon gut 30 bis 40 Euro rechnen. Wenn noch Medikamente dazukommen, dann ist man ruckzuck auch mal bei 50, 60, 70 Euro. Und wenn dann noch weitere größere Untersuchungen dazukommen oder auch mal ein Notfall ist, dass man in den Notdienst muss, dann ist man ruckzuck mal 200 bis 300 Euro los. Und das ist alles viel Geld, was du einplanen musst. Wenn du das Geld nicht hast oder das dafür nicht ausgeben willst, dann hol dir kein Meerschweinchen. Grund Nummer 5, warum du dir kein Meerschweinchen holen solltest: Du hast keine Verantwortung. Viele Leute denken, sie holen sich ein Meerschweinchen, damit die Kinder lernen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber wenn man als Elternteil oder als Erwachsener selber auch keine Verantwortung dafür übernehmen kann, dann ist das eine ganz schlechte Sache, weil man muss durchaus sich viel um das Tier kümmern. Man muss gucken, dass man Sachen dazu lernt. Man muss die zum Tierarzt bringen, wenn die Hilfe brauchen. Und wenn man dafür keine Verantwortung übernehmen will und das Tier sich nicht auf den Besitzer verlassen kann,
dass es zum Tierarzt kommt, dass der auch das Geld dafür ausgeben möchte, dann ist das nichts für dich. Und das ist auch nichts für Kinder, weil Meerschweinchen sind ja keine einfach zu haltenden Tiere, weil die halt ihre Schmerzen und ihre Krankheiten sehr gut verstecken können, die Schauspieler nämlich. Und wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, dann ist es meistens schon zu spät, wenn man dann zum Tierarzt fährt, weil man das dann erst sieht, wenn es dann schon eigentlich zu spät ist. Von daher, wenn du keine Verantwortung für das Tier übernehmen kannst oder willst, hol dir kein Meerschweinchen. Grund Nummer 6, warum du dir kein Meerschweinchen holen solltest: Allergien. Wenn du allergisch bist gegen Tierhaare, gegen Schmutz, gegen Staub, gegen Heu, gegen Kräuter oder irgendwas anderes, was in Verbindung steht mit diesen Meerschweinchen, dann hol dir kein Meerschweinchen, weil du hast dann nur Probleme damit. Und im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass du dann das Meerschweinchen wahrscheinlich ins Tierheim bringst oder noch schlimmer, vielleicht es aussetzt oder andere Sachen noch damit machst. Und das wollen wir doch alle nicht. Grund Nummer 7, warum du dir kein Meerschweinchen holen solltest: andere Haustiere. Es gibt Haustiere, die sind einfach nicht kompatibel mit Meerschweinchen. Es können schon Katzen sein, es können größere Hunde sein oder auch jedes andere beliebige Tier, was dem Meerschweinchen gefährlich sein kann oder wovor die Meerschweinchen auch Angst haben. Genauso kann es aber auch sein, dass deine anderen Haustiere Angst vor den Meerschweinchen haben. Und ja, wenn das der Fall ist, dann ist es ja meistens so, dass eins von diesen Tieren dann wahrscheinlich gehen soll. Und meistens wird es dann ja wahrscheinlich das Meerschweinchen sein, weil das ja zuletzt dazugekommen ist. Und damit die nicht auch wieder im Tierheim landen und du mit deinen anderen Tieren vollständig glücklich bist, hol dir kein Meerschweinchen, wenn du Tiere hast, die sich mit den Meerschweinchen nicht verstehen oder die für die gefährlich sein könnten. Grund Nummer 8, warum du dir kein Meerschweinchen anschaffen solltest: wenn du darauf aus bist, Meerschweinchen zu züchten, also einfach mal so, wenn du die vermehren möchtest, das ist immer eine schlechte Idee, weil wenn die Kinder kriegen, das ist Stress für die Mutti, das ist Stress für einen selber, da können Komplikationen auftauchen und alles, und das ist nicht so ganz ohne. Und vor allen Dingen, wo möchtest du dann nachher mit den ganzen weiteren Meerschweinchen hin? Zumal musst du ja auch bedenken, ein Meerschweinchen ist sofort danach, nachdem es geworfen hat, gleich wieder empfangsbereit. Wenn der Bock dann wieder raufgeht, wird es wieder trächtig und dann hast du ein paar Wochen später weitere Meerschweinchen. Und um das zu verhindern, musst du natürlich dann auch sehen, dass du entweder gleichgeschlechtliche Gruppen hast, also zwei Weibchen oder zwei Männchen, oder wenn du eine gemischte Gruppe haben willst, dass du dann das Männchen kastrieren lässt. Also von daher, wenn du darauf aus bist, Meerschweinchen zu vermehren, dann ist das eine schlechte Idee. Besser ist es, wenn du dir Meerschweinchen holen möchtest, geh in eine Notstation, geh ins Tierheim und hol dir da ein Meerschweinchen weg und gib denen da ein Zuhause, damit die aus den Tierheimen weg sind und du dich richtig schön um die kümmern kannst. Mach das bitte nicht und tu nicht einfach Meerschweinchen vermehren. Grund Nummer 9, warum du dir kein Meerschweinchen anschaffen solltest: du bist nicht lernbereit. Wenn du denkst, du weißt schon alles über Meerschweinchen und du möchtest nichts mehr dazu lernen, dann sind Meerschweinchen auch keine Haustiere für dich. Denn jeder, der mit Meerschweinchenhaltung anfängt, macht anfangs Fehler. Das habe ich gemacht und das wird dir auch jeder andere Halter sagen, dass die nicht alles immer gewusst haben. Du lernst erst mit der Zeit, auf was man achten muss, um Krankheiten zu erkennen. Du musst lernen, was darfst du denen eigentlich zu fressen geben? Welches Einstreu soll ich da benutzen? Was nehme ich am besten für Unterstände? Müssen die eine Tür oder zwei haben? Und alles diese Dinge. Und das muss man natürlich auch bereit sein, sich anzueignen, dieses Wissen. Denn ansonsten wird es deinem Meerschweinchen bei dir nicht gut gehen. Und sie werden wahrscheinlich qualvoll an irgendwelchen Krankheiten bei dir dann sterben. Und das möchten wir doch alle nicht. Also von daher, wenn du nicht bereit bist, dich da weiterzubilden zu dem Thema Meerschweinchen, dann hol dir bitte auch kein Meerschweinchen. Der 10. und letzte Grund, warum du dir kein Meerschweinchen holen solltest, sind Gefühle. Meerschweinchen sind wundervolle, schlaue, soziale Tiere. Die machen einen Riesenspaß. Die sind so knuddelig. Man kann die einfach nur lieb haben. Man hängt unheimlich an diesen Tieren. Aber Meerschweinchen werden auch mal krank und Meerschweinchen sterben auch.
Und wenn du mit dem Schmerz, wenn ein Meerschweinchen stirbt oder wenn du dir ganz extreme Sorgen machst und selber schon davon krank wirst, wenn ein Meerschweinchen irgendwas hat, dann solltest du dir wirklich ganz genau überlegen, ob du das möchtest. Weil die Meerschweinchen werden sowieso irgendwann sterben. Darüber muss man sich bewusst sein. Und wenn du damit nicht klarkommst, damit nicht leben kannst und dann unheimlich traurig immer nur bist und dich das runterreißt, dann solltest du dir vielleicht auch kein Meerschweinchen holen, um dich davor einfach zu bewahren. So, was meint ihr denn? Habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es vielleicht noch weitere Gründe? Dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Meerschweinchen-Videos von unseren Meerschweinchen sehen wollt, dann verlinke ich euch hier mal ein paar Videos, dann könnt ihr euch die angucken oder ihr nehmt einfach die Playlist und sucht euch da einfach ein schönes Video aus. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!